Im Harz steht jetzt die aktuell längste Doppelseilrutsche Europas. Da macht Rutschen richtig Spaß. Mit bis zu 90 Stundenkilometern kann da jeder über ein 1000 Meter langes Drahtseil von Wernigerode Richtung Quedlinburg in die Tiefe gleiten. Einfach Anlauf nehmen, Arme ausbreiten und abheben. Angst vor dem Absturz sollte da allerdings keiner haben. Die sogenannte Mega-Zipline ist eine Idee aus Neuseeland, die nun auch bei uns für Nervenkitzel sorgt. Es ist purer Nervenkitzel am millimeterdünnen Seil. Wie ein Vogel fliegt man an der Mega-Zipline ins Tal. Mit 106 Metern ist die Rapp-Bodetal-Sperre die höchste Staumauer in Deutschland. Dort hinten gehen 1000 Meter Drahtseil in die Tiefe. Ich will mich gleich dranhängen und mich runterstürzen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht wirklich, ob das eine gute Idee ist. Mit 80 Sachen rasen die Mutigsten im Harz an der Seilrutsche abwärts. Alles, was mich gleich am Seil hält, sind ein paar Karabinerhaken und ein wenig Nylon. Nancy ist so etwas wie meine Lebensversicherung, denn sie packt mich hoffentlich sicher ein. Meine Sachen können jetzt verrutschen, das ist ganz normal. Das werden sie auch. Auf jeden Fall geht es eng zu. Meine Ausrüstung ähnelt der eines Drachenfliegers. Jetzt mache ich hier einfach nur die obere Schnalle zu, dass die Schulterpolster nicht rutschen können. Ja. Die Schürze vor dem Bauch soll mich später in einer waagerechten Flugposition halten. Langsam rückt der Absprung näher. Also fester geht jetzt nicht. Ja, das wäre okay, wenn du ihn so stramm wie möglich ziehst, weil desto besser fühle ich mich wahrscheinlich. Atmen geht noch. Atmen geht noch. Und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der sich in die Tiefe stürzen will. Simone hat ihre Nerven allerdings ein bisschen besser im Griff als ich. Wie sieht's mit der Höhe aus? Also ich meine, ich habe echt Respekt vor der Höhe. Das ist ja schon ein paar Meter hier. Nee, das geht eigentlich. Ja? Ich meine, wir werden sehen, wenn wir ganz oben sind. Aber schauen wir mal. Kurze Zeit später, unser Puls steigt. Simone darf sich natürlich als Erste in die Tiefe stürzen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich bin dran. Ich fühle mich nicht gut. Es ist ziemlich hoch. 12 Meter, 15. Und dieses lange Seil, das macht mir jetzt schon Angst. Oh. Was mache ich jetzt gleich? Ja, gleich geht's los. Und dann geht's abwärts. Alles klar. 85 km/h. Oh. Alles klar, Fett? Ja, das Herz, das schlägt auf jeden Fall. Drei Karabiner, daran hängt meine Hoffnung und letztendlich auch mein Leben. Der Countdown läuft. Zwölf Millimeter Stahl halten mich in der Luft. Talflug mit einem atemberaubenden Ausblick. Mein Magen scheint sich zu drehen. Innerhalb von wenigen Sekunden beschleunige ich auf über 80 km/h. Ich will fliegen! Nach einer guten Minute habe ich 120 Meter Höhenunterschied hinter mir und wieder sicheren Boden unter den Füßen. Geil, ist echt super. Man hat das Gefühl, auf den ersten Metern ist wie fliegen. Und nach unten raus wird es richtig schnell, aber auch kalt, wirklich kalt. Also sobald man im Schatten ist, ist es mächtig kalt. So, sauber, Mike, ich danke dir. Richtig gute Sache, macht Spaß. Super. Jeder, der mindestens 8 Jahre alt ist und den Adrenalinkick sucht, kann an der Seilrutsche ins Tal rasen. Ein wenig sportlich sollte man aber schon sein. 120 Kilo ist das Maximalgewicht. Der Spaß an der Mega-Zipline kostet 35 Euro. Dafür gibt's einen prima Ausblick und den ganz besonderen Nervenkitzel.